Und damit herzlich willkommen zurück bei Zelda Tears of the Kingdom. Wir haben uns ein lustiges Gefährt zusammengebaut. Das Ziel ist dieser Schrein dort am Labyrinth. Ich hoffe, dass wir es bis dahin schaffen werden irgendwie. Alles andere haben wir ja geschafft. Wenn ich richtig gerechnet habe, ist heute Mittwoch bei euch. Ich bin seit Sonntag bereits an der Ostsee, genieße meinen Urlaub, habe für euch natürlich die Folgen vorproduziert. Heißt, alles diese Woche und nächste Woche bis einschließlich nächste Woche Sonntag wird vorproduziert sein. Aber das tut ja der Sache keinen Abbruch. Und ich hoffe mal, wir kommen drüben an und ihr habt Spaß. Und ich habe mir ja echt Mühe gegeben, diese ganzen Folgen vorab fertig zu kriegen. Also, sitze mich jetzt nochmal richtig schön hier ein zurecht bei dem Tropenwetter und nach dem Intro legen wir los. Bin gespannt, wie weit wir mit dem Gefährt hier kommen. Und ob wir vor allen Dingen hoch genug kommen. Oh, die erste Batterie ist leer. Okay, Höhe kriegen wir nicht damit hin. Das war mies. Nördliches Irrschloss am Himmel. Boah, war das mies. Das war jetzt richtig fies. Das Ding zerbricht einfach. Boah, wie mies. Ich habe ja gespeichert. Ich könnte jetzt zurückladen, aber was bringt das? Oder müsste ich einfach nur rechtzeitig absteigen? Na, da ist die Welt auch zu Ende, würde ich sagen, ne? Labyrinth von unten. Jetzt fast geschafft. Guck mal, da ist noch ein. Mich gerade mal dazu bringt, bei der Kleidung, ich habe doch so eine Flugkleidung hier irgendwo. Na komm, das bringt nichts im Gleiten hier. Kann nur hoffen, dass Tulin mich weit genug pustet.
Oh, jetzt habe ich einen Teil meiner extra Energie verbraucht. Oh, das ist in Ordnung. Kann ich ja auch nicht ewig ansparen. Neubrein-Ruin, Wald von Hyrule. Oh. Ich glaube, hier haben wir ein ganz anderes Problem. Hier ist überall Schlamm. Oben ist ein Wächter, den hole ich mir jetzt runter. Oder auch nicht. Turm in den Dolbrein-Ruinen. Und wenn wir schon Turmfreihaus geliefert bekommen, dann... Hey, ja, Kollege, ich habe auf dich gewartet. Du hast gewartet? So ist es. Ich habe zwar diese riesigen Ruinen an diesem unberührten Ort gefunden, aber ich kann nicht alleine es alles machen, ne? Du verstehst so. Mir fehlen einige helfende Hände, deswegen sind die Nachforschungen in diesen Ruinen zum Stillstand gekommen. Ja. Diese Ruinen sind nicht einfach eine Nummer zu groß für mich. Nein, nicht für den größten Entdecker der Welt. Aber ich müsste sie allein untersuchen. Dann wäre ich aufgeschmissen. Verstehst du? Teamplay... Mach dir einen Namen. Daher habe ich die Sonor-Forschungsgruppe in Kakairo gebeten, mir etwas Verstärkung zu schicken. Und voilà, ich habe einen ahnungslosen Trottel zugeschickt bekommen. Mann, bin ich froh, dass du sofort gekommen bist. Danke, danke, dass du den ganzen Weg hierher auf dich genommen hast, nur um für mich zu arbeiten. Du bist gar nicht von der Sonor-Forschungsgruppe? Ich verstehe. Hier kommen kaum je Leute vorbei, musst du wissen. Deswegen dachte ich, du wärst mit Sicherheit diese Verstärkung. Da wollte ich mich mit so viel an in die Steintafelsuche stürzen und jetzt sind mir die Hände gebunden, weil ich ganz allein hier bin. Steintafel, das klingt geil. Kann dir uns helfen zu übersetzen? Hoppla, hast du da etwas gehört? Tut mir leid. Das darf noch nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Wie schade, dass du nicht von der Sonor-Forschungsgruppe bist. Dann hätten wir gemeinsam an der Steintafel-Entschlüsselung arbeiten können, aber naja... Komm, ich helfe dir, Kollege. Das ist ja sehr nett von dir, aber... Nein, einen Augenblick mal. Ein Forscher ist er zwar nicht, aber er sieht mir nach einem echten Abenteurer aus. Und irgendwie kommt mir diese kleine Fratze bekannt vor. Vielleicht kommt mit seiner Hilfe meine Erkundung der Ruinen wieder ins Rollen. Und wer weiß, ob die mir wirklich helfen. Also gut, abgemacht, Kumpel. Es gilt zwar nur für diese Ruine, aber ich ernenne dich hiermit zum Forscher ehrenhalber. Von diesem Moment an zähle ich auf dich, Kollege. Dann mal los, du arbeitest, ich entschlüssele. Wir werden das Geheimnis dieser Ruinen lüften. Also dann, das ist zwar ein Sprung ins kalte Wasser, aber ich werde dir erst einmal meine bisherigen Forschungsergebnisse zeigen. Bitte warte kurz. Und hepp. Okay, eine Steintafel. Hier habe ich mein kleines Steintafellager aufgeschlagen. Du wirst staunen, welches Wissen sich in diesen Ruinen verbirgt. Führe die geheime Kunst des Weisen des Windes in Gegenwart der Eule vor, die von vielen Drachen bewacht wird. Na, erstaunlich, oder nicht? Ja, wirklich.
Ich hab's dir ja gesagt, die Sono sind eine Zivilisation aus grauer Vorzeit. Heutzutage kann fast niemand mehr Sono-Schrift lesen, aber was auf dieser Steintafel steht, kannst du doch wohl lesen, oder? Das ist schließlich Hylianisch. Einiges in diesen Ruinen weist auf Sono-Herkunft hin, aber aus irgendeinem Grund ist die Inschrift auf Hylianisch. Wer genau diese Struktur wohl erbaut hat und zu welchem Zwecke? Ich vermute, die Steintafel weist auf einen Ort innerhalb der Ruinen hin. Und genau diesen Ort solltest du finden, damit ich berühmt werde. Wenn vielleicht nicht darin der Schlüssel, der uns die wahre Bestimmung dieser Ruinen offenbart. Ich habe zwar keine Ahnung, was wir hier tun und auch nur eine ungefähre Ahnung von dem, was es bringen wird, aber immerhin habe ich eine Ahnung als Experte. Wo Drachen wachen, das klingt nicht gut. Das hier sieht nach einem Rockrätsel aus, ne? Also geht doch. Wupp. Habe ich es nicht gesagt? Ein Krog-Rätsel und wir haben es gelöst. So, ob der Typ jetzt enttäuscht ist, wenn ich jetzt wirklich nur an den Turm dran will und gar nicht hier diese... Nicht wirklich, oder? Ich muss jetzt wirklich von... Oh nee, ich muss jetzt nicht wirklich von Plattform zu Plattform hüpfen. Um da ganz oben die Plattform rauszukriegen. Die den Turm blockiert. Sag mal, spinnen die? Hm. Mann, die spinnen wirklich, oder? Soll ich das denn jetzt machen? Okay, da ist eine Rakete drauf. Das ist schon mal gut. Mit Raketen kann ich arbeiten. Nein, es fängt an zu regnen. Ich habe die Klettersachen noch nicht für Regen. Ey, ich kriege eine Krise hier. Nein, ich bin abgestürzt. Boah, bin ich blöd. Und das alles nur, weil ich diesen Kack hier haben wollte. Menno.
Da merken wir es wieder. Gier ist niemals gut. Ja, nur für so ein paar Sona-Bauteile. Gut, dann stelle ich sie hier hin. Da klappt es dann hoffentlich. Nicht alles für so ein paar Sonau-Bauteile tut, ne? Chaka, chaka, chaka. So, jetzt habe ich alle Sonau-Bauteile geholt und komme selber nicht mehr da oben hoch, oder wie? Okay, der scheint sich wieder zu resetten, das ist schon mal gut. So, die Luke kann sich öffnen. Ja gut, eine verschwendete Elfe, aber organisiere ich mir neue. Oh, wie in aller Welt. Schnabuda, ich bin hergekommen, um diesen Kartografieturm zu reparieren. Bis eben hat die Vorrichtung keine Reaktion gezeigt. Was ist denn jetzt auf einmal passiert? Plötzlich geht sie wieder. Tja, Vorführeffekt nennt man das wohl. Was? Also gab es doch eine Art Hindernis oben auf dem Kartografieturm. Wie kommt das hin? Diese Vorrichtung und die Abdeckung oben auf dem Kartografieturm sind verbunden. Vielleicht hat sich die Abdeckung wegen des Hindernisses nicht bewegen lassen und damit auch die Vorrichtung selbst. Naja gut, das Problem ist behoben und ich muss mich beeilen, also werde ich mich gleich auf den Weg machen. Danke dafür, dass du meinen Job gemacht hast und den Kartografieturm repariert hast. Und damit verabschiede ich mich. Ciao, bye, bye, tschüss, ja. Super, wieder so einer, der einfach nur was macht.
Gut. Dann holen wir uns diesen Turm. Schön. Und den eigentlichen Grund unseres Kommens, diese Träne in der Schlucht, haben wir immer noch nicht seit, weiß ich nicht, 6, 7 Folgen. Geil, ne? Wie gesagt, aber das kennt er ja schon. Ich lasse mich dann hier und da doch schon mal umlenken. Hey, schönes Wetter auf einmal. Mal guck mal, da vorne ist das Verlies. Der Wald von Hyrule. Ja, weitere Himmelskartenrätsel, sehr schön. Bis da hinten hin. Das reicht niemals. Obwohl, mit der Zusatzenergie könnte es theoretisch sogar reichen. Und wenn Tuli mich gut genug boostet, heißt das, ne? Jetzt wird's eng, jetzt wird's eng. Nördliches Himmelsschloss. Ausdauermedizin. Jetzt haben wir dann aber wirklich fast alles verbraten, was wir haben, nur um hier hochzukommen, ne? Aber ich denke mal, es lohnt sich, wenn wir dadurch diesen komischen Schrein erreichen. Okay, das reicht nicht. Hier haben wir ein Krog-Rätsel, das wir nicht lösen können.
So, jetzt teste ich mal eben was da. Jetzt müssen wir hier oben doch mal speichern. So, also auf der Seite ist auf alle Fälle der Schrein. So, dann sind wir eine Etage tiefer. Da ist der Kartografieturm. Da ist das Quest, aber das ist ja in unseren Dings eingezeichnet. Und hier war noch irgendwo die Träne, aber das kriegen wir dann angezeigt. Und zu der Träne wollen wir eigentlich. Die Frage, wie kriege ich diesen Krog? Ehrlich gesagt ist mir der Krog gerade relativ egal. Heißt, hier kommt die Markierung hin für, da ist noch was. Na, da haben wir ja immer Markierung gesetzt, wo wir gesagt haben, da ist noch was, was wir noch klären müssen und Gott. Da fällt man wirklich komplett runter. Cool. Ah, das klappt. Ist ja cool. Heißt, damit können wir hier oben doch oberirdisch Rätsel lösen. Aber wir gehen natürlich hier hin. Der du dieses Labyrinth des Himmels betreten hast, dieser Ort wird deine Weisheit auf die Probe stellen. In diesem Labyrinth sind vier Vorrichtungen verborgen. Aktiviere alle vier. Okay. Es gibt hier Aufwinde, das ist schon mal schön. Temp-Sei-Schrein. So, zu diesem Schrein wollten wir eigentlich. Das heißt, wir haben hier oben jetzt auch einen Speicherpunkt oder einen Punkt zum Schnellreisen. Ist das nicht geil? So, jetzt ist eigentlich alles egal. Den Rest können wir hinkriegen. Ich wünsche einen schönen Mittwoch. Genießt es, das Wetter. Lasst es euch gut gehen und in der nächsten Folge kämpfen wir erstmal mit dem Schrein und dann mit dem Labyrinth. Und irgendwann in einigen Folgen, tja, werden wir es auch hier unten zu diesen Tränen schaffen. Oder zu irgendwelchen anderen wichtigen Sachen, die hier noch offen sind, so zum Beispiel weitere Wächter suchen, wäre ja mal eine Maßnahme. Also, in dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.